atemlos durch die Nacht. Na, 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 durchgemacht. Na, na, na. Oh, ich hab eigentlich Feierabend, ich hab schon ausgestempelt. Naja, Wladimir Putin muss wohl was Wichtiges sein. Wladimir? Ja. Was bitte? Nein, die Helene Fischer könnte nicht wieder nach Russland zurückkommen. Ja, ich weiß, dass sie bei euch geboren ist. Ja, aber die Krim gehört euch auch nicht, ne? Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, jetzt sei nicht so angezickt noch wegen der Eisbucket-Challenge. Ich habe da auch selber keinen Bock drauf gehabt, aber alle haben es gemacht. Weiß ja, wie es ist. Naja, okay. Den Florian Silbereisen, den könnt ihr gerne haben. Ja, ehrlich gesagt, du würdest uns sogar einen Gefallen tun, wenn du den vielleicht mal nach Sibirien für ein ganz langes Weihnachtsfest der Volksmusik. Ja, das kann ruhig. Ihr feiert ja auch erst immer im Januar. Hm? Okay, alles klar. Du, der Obama klopft gerade an. Nee, der hört ja eh mal mit. Hahaha. Komm in die, verstehst du, ne? Okay, danke. Ja, das wird dann ja. Hm? Ja, Wodka Gorbatschow. Tschüss. Liebe Bundesbürger, liebe Bundesbürgerin, liebe Ossis, ich möchte mich recht herzlich nochmal für das durchwachsene Jahr 2014 bei Ihnen bedanken. Ich habe auch etwas, was ich Ihnen zurückgeben möchte. Und zwar habe ich heute Morgen bei meinem Frühstücksbrettchen so lustig drauf umgeschnitten und dann sagte mein Mann, du, mach das doch mal an. Und ich drückte und auf einmal war das Frühstücksbrettchen von unten beleuchtet und ich merkte, es ist dieses neue iPad, von dem jetzt alle reden und was so modern ist. Ich werde dieses iPad Ihnen zur Verfügung stellen und auch unterschreiben. Warum ich mit Oliver Pocher unterschreibe, weiß ich selber nicht, aber es ist halt Gewohnheit. Und deswegen machen Sie mit. Gehen Sie in die Infobox, hier unten in die Beschreibungsbox und dann geht das zu eBay, Save the Children. Ich warte auch ein hohes Mindestgebot für die Kollegen von der AfD. Ihr könnt auch in D-Mark bezahlen. Also, das war's. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ihre Bundeskanzlerin.